Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, vielen Dank für Ihr Kommen mitten in der Adventszeit. Es zeigt, dass eine Menge Bürger großes Interesse an der Zukunft ihrer Stadt haben und auch an uns Kandidaten von der AfD. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ich bin Iris Wassil, 50 Jahre alt, gebürtige Münchnerin in dritter Generation. Ich bin verheiratet und wir haben eine schöne Tochter, die gerade zu studieren angefangen hat. Also ich bin Volljuristin und für ein Unternehmen im Versicherungsbereich tätig, schon seit über 22 Jahren. 16 Jahre war ich Mitglied in der CSU, die aber Stadt und Land eben nur noch verwaltet und nicht mehr gestaltet. 2011 bin ich deswegen ausgetreten und seit 2013, seit es die AfD gibt, bin ich dort Mitglied und bin dort in verschiedensten Funktionen tätig gewesen. Zuletzt war ich auch Landtagskandidatin und bin jetzt im Vorstandsmitglied vom Kreisverband München-Ost. Meine Parteifreunde haben mir das Vertrauen ausgesprochen und mich auf den ersten Listenplatz gewählt. Dafür bin ich jetzt sehr dankbar und ich freue mich über die politische Herausforderung und ich verspreche euch, ich werde kämpfen wie ein Löwe. Man sieht an dieser basisdemokratischen Entscheidung, dass man nicht aufgestellt hat, vor allem Folgendes. In der AfD kommen die Frauen auch ohne Quote bis ganz nach vorne. Genauso wie es eben im Landtag ist und im Landesverband der AfD. Auch dort stehen engagierte Frauen an der Spitze. Hier Corinna Miatzke ist unsere Parteichefin und Katrin Ebner-Stein ist unsere Fraktionsvorsitzende. Ich kandidiere, weil mir meine Stadt und unsere Umland sehr am Herzen liegen. Es ist die Aufgabe der AfD, die Interessen der Münchner und aller Pendler miteinander in Einklang zu bringen. Wir wollen die ganze Region lebenswert erhalten oder wieder lebenswert machen, wo sie den ursprünglichen Charme und das Heimatgefühl vielleicht schon verloren hat. Hierzu, wie gesagt, aus aktuellem Anlass ein Einschub zum Thema Heimatgefühl. Heimat ist da, wo ich mich sicher fühle. Aber mit der zunehmenden Kriminalität wird unser Heimatgefühl immer mehr erschüttert. Wie wir gesehen haben, sind diese schrecklichen Dinge gerade passiert. Heute früh am Münchner Hauptbahnhof, dann im Englischen Garten die Rentnerin. Also unsere Gedanken sind bei den Opfern. Aber die Statistik zeigt, dass es sich dabei um einen gewaltigen Anstieg in den letzten Jahren handelt. Was sexuelle Delikte angeht, Betrugsdelikte, Gewaltdelikte, Taschendiebstähle etc. Leider ist ein großer Anteil davon eben an ausländischen Tätern dabei. Und ich kann Ihnen so eins sagen, ein Weiter-so mit der AfD wird es im Rathaus so nicht geben in diesem Jahr. Jetzt komme ich zu meinem Hauptthema. In München klafft nämlich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Laut Armutsbericht der Stadt haben wir jetzt mehr als 200.000 Bürger in der Kategorie bedürftig. Dagegen sind angeblich 111.000 Münchner reich. Das sind Familien, die im Monat mehr als 7.000 Euro netto zur Verfügung haben. Während also Wohlhabende, zu denen inzwischen auch Anhänger der Grünen mit Edellastenfahrrad und Hybrid-SUV und vor diesen Niedrigenergiehäuschen gehören, das Leben unbeschwert genießen, müssen viele Alteingesessene, Arbeitnehmer, Rentner und Gewerbetreibende täglich jeden Euro zweimal umdrehen. Viele ziehen da aus unserer teuren Metropole weg. Glauben Sie jetzt, meine Damen und Herren, München wäre die erste Stadt, der das passiert? Weit gefehlt. Das ist ein weltweites Phänomen. Wir sind nicht die Ersten, wir sind jetzt nur etwas später an der Reihe mit einer immer auffälligeren Spaltung der Stadtgesellschaften in Wohlhabende und Abgehängte. Was in New York, in London, in Paris passiert ist, passiert jetzt auch in Berlin, Duisburg, Bremen, das erwischt jetzt auch München. Wir erwarten, werden von einer Globalisierungswelle überrollt. Es ist immer dasselbe Schema. Das international freie Geldvolumen, das Großinvestoren angesammelt haben, muss profitabel angelegt werden. Rendite bringen, es soll sich vermehren. Vermögensverwalter wie BlackRock, also Friedrich Merz lässt grüßen, kaufen Renditeobjekte wie Firmen und Immobilien auf. Das sind DAX-Unternehmen, Krankenhäuser, das können Alten- und Pflegeheime sein.
Das sind Gewerbeimmobilien und natürlich auch Wohnimmobilien. Dort werden dann vom Management Kosten eingespart und die Preise heraufgesetzt. Das Wohl der Bürger, bei uns das der Münchner, kommt in deren Rechnung nicht vor. Die Einsparungen, das sind die Lohnerhöhungen, die Sie alle nicht mehr bekommen haben. Die Preiserhöhungen, das sind die davonlaufenden Lebenshaltungskosten, vor allem die Mieten, die man mit diesen Dumpinglöhnen kaum noch zahlen kann. Ich bitte Sie, 1900 Euro für eine 80 Quadratmeter Wohnung warm in München, wer kann das noch zahlen? Wir von der AfD sind Realisten. Unser Motto heißt Mut zur Wahrheit. Und dementsprechend versuchen wir seit Gründung der AfD, diese Botschaft, wo immer es geht, in der politischen Praxis umzusetzen. Wir werden daher auch objektiv die Situation Münchens und seiner Bürger betrachten und als künftige Stadtratsfraktion Lösungsvorschläge erarbeiten, die als Ziel immer das Wohl der Bürger im Blick haben. Wir werden uns für Sie alle einsetzen, weil es die anderen Parteien nicht mehr tun. Natürlich können Kommunalpolitiker angesichts des Vorgangs von Landes- und Bundesrechts und der überbordenden EU-Vorschriften nicht alles auf Anhieb so gestalten, wie sie gerne möchten. Aber die AfD ist inzwischen im Europaparlament, im Bundestag und in allen Landtagen sehr gut vertreten. Deswegen haben wir von dort massive Unterstützung, wenn es darum geht, Missstände auch in der Münchner Stadtpolitik zu beseitigen. Mein Appell an Sie alle heute Abend ist daher, unterstützen Sie die AfD bitte auf allen Ebenen. Wählen Sie Wolfgang Wiele zum Oberbürgermeister und uns Listenkandidaten zahlreich in den Stadtrat. Gleiches gilt für die Bezirksparlamente. Nur so können Sie den Vormarsch grüner Politik stoppen, zu der die CSU neuerdings erheblich beiträgt. Nur so können Sie mit der AfD eine vernünftige Alternative ins Rathaus hineinwählen. Wir sind dort Ihre Stimmen. Es hilft nicht, die Augen resigniert vor Problemen zu verschließen und vielleicht gar nicht mehr wählen zu gehen. Dadurch werden Fehlentwicklungen wie in der Wohnungs- und Verkehrspolitik, in der Sicherheits- und Migrationspolitik am Ende nur noch größer und der Weg heraus wird immer schwieriger. Nein, hier hilft nur mutiges Hinsehen, das Erkennen der Ursachen und das Erkennen der Urheber. Dann muss man anfangen, den angerichteten Schaden zu beheben. Gerade in München dürfen wir nicht einer politischen Konkurrenz überlassen, die aus unserer beschaulichen und liebenswerten Großstadt immer mehr eine linksgrüne Ökotopia-Traumwelt machen will, wo das Motto gilt, Autofrust für mehr Radellust. Wo Andersdenkende und Andersessende, also Nicht-Veganer, hochnäsig ausgegrenzt und diffamiert werden, wo Insektenschutz über Bürgerinteressen gestellt wird. Keine der Altparteien trifft diesem ideologisch bevormundenden Trend ernsthaft entgegen. Es wird also höchste Zeit für die AfD. Ja. Besonders im Rathaus, wo nicht nur die Grünen Irrlichtern, sondern auch Gruppierungen wie ÖDP, Die Linke und die Rosa Liste. Es wird höchste Zeit für eine starke AfD im Rathaus, wenn die CSU eine OB-Kandidatin aufstellt, die genauso gut von den Grünen sein könnte, und die Grünen eine Kandidatin aufstellt, die auch von der CSU Applaus erhält. Deutet sich da schon das drohende schwarz-grüne Bündnis durch diese kompatiblen OB-Kandidatinnen an? Ich fürchte ja. Zurück zu den realen Problemen in der Stadt. Leider liegt die Eigentumsquote für Wohnraum in München unter 30%. Das heißt, die meisten Münchner zahlen eben Miete und stehen angesichts der Lage auf dem Immobilienmarkt stark unter enormem Kostendruck. Echte Freiheit kann nur da existieren, wo die Menschen nicht auf ihren Wert als Arbeitskraft oder als Konsument reduziert werden. Echte Freiheit entsteht mit Eigentumsbildung. Echte Freiheit besteht darin, nicht alles schlucken zu müssen, nur um zu überleben. Nur wer eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat, hat auch die Wahl. Und die Wahl sollten wir in unserer Demokratie immer haben. Dafür müssen Politiker auch in München sorgen und wir von der AfD haben das vor.
Wenn die alten Parteien sich ernsthaft für die Wohnprobleme der Bürger interessiert hätten, hätten sie sich schon längst um eine stetige Erhöhung der Eigentümerquote gekümmert. Das haben sie aber nicht. Vielmehr kurieren sie an allen möglichen Auswüchsen, um die Folgen ihres Versagens für die Bürger noch halbwegs erträglich zu gestalten. Die Situation in München hat sich durch diesen massiven Zuzug in den letzten Jahren stark verschärft. Die Stadt hat als aktuelle Bevölkerungszahl zum 31. Oktober gesagt, 1.557.618 Personen leben jetzt in München. Damit ist die Landeshauptstadt jetzt bereits doppelt so groß wie Frankfurt und sie wächst schneller, als der Wohnbestand und die Infrastruktur mithalten kann. Das liegt ja auch zum großen Teil an der Migration und der Aufnahme von Asylbewerbern, weil dies natürlich hauptsächlich in die Großstädte zieht. Nur die Schließung der Grenze 2015 und eine vorausschauende Strukturpolitik in Bayern hätten diese Entwicklung verhindern können. Aber es gibt... auch technische Gründe für die warum die Leute in die Metropole ziehen. Wie Sie wissen, ist ja der Breitbandausbau auf dem Land nicht auf der Höhe und deswegen gibt es dort nicht so viele Arbeitsplätze, wie man eben in München hat. Deswegen hat München diese Sogwirkung. Laut Demografiebericht werden wir eben 2040 1,85 Millionen Menschen in München leben haben und die Zahl der Deutschen wird weiter sinken. Das ist kein düsteres Szenario der AfD, sondern das können Sie auf der Internetseite der Stadt München nachlesen. Wie gesagt, wir haben noch 56,9% alteingesessene Deutsche und 15,5% deutsche Passbesitzer mit Migrationshintergrund und 27,6% echte Ausländer aus 190 Nationen. Aber wir waren gerade beim Thema Wohneigentum. Da wurden ja leider die Fördermöglichkeiten gestrichen zur Wohnungseigentumsbildung. Außerdem hat man extrem viele Sozialwohnungen verkauft. Und der Neubau wird eben durch bürokratische Hürden und diese ausufernden Umwelt- und Bauvorschriften gebremst. Wir von der AfD fordern, dass ab sofort keine sozial gebundenen Wohnungen mehr verkauft werden. Sehen wir uns doch nochmal die Stadtpolitiker an, die uns Münchner in diese Bredouille gebracht haben. Der Vorgänger vom jetzigen OB Dieter Reiter, der Alt-OB Christian Ude, nannte sein Buch, das er gleich nach seiner aktiven Zeit herausgebracht hat, Macht endlich Politik! Da muss man sich doch fragen, was er die ganze Zeit im Rathaus da getrieben hat. Gesagt, die CSU verwaltet nur und gestaltet politisch nicht und die SPD macht es genauso. Meine Damen und Herren, es ist einfach traurig. Und es ist Grund genug, mit der AfD dort endlich für frischen Wind zu sorgen. Der OB Udisch, die Ex-OB Udisch, schrieb in seinem Buch, die also im Endeffekt die ganzen Jahrzehnte rot dominierter Politik im Münchner Stadtrat sind ein gigantisches Ablenkungsmanöver für die Bürger. Die Bürger werden mit dem Klein-Klein der Kommunalpolitik beschäftigt. Man lässt sie sich über Straßenverkehrsberuhigungen und kleine Straßenfestchen streiten. Aber was ist mit den wirklich wichtigen großen Themen, wie zum Beispiel, was tut die Landeshauptstadt eigentlich mit 1,2 Milliarden Euro Einkommensteuer von ihren Bürgern für ihre Bürger? Oder was passiert mit den 3,2 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen von den ausgequetschten mittelständischen und kleineren Betrieben? Das wird seit Jahrzehnten verschleiert. Ja. Da fahren die Bosse der stadteigenen Betriebe mit dem Aufsichtsrat große Autos und schieben sich und den berufsmäßigen Stadträten die lukrativen Posten zu. Während sie den Verkauf der neuen Heimat zugelassen haben und die Wohnungen der Landesbank verkauft wurden und die Privatisierung der Kliniken zugelassen haben und die Privatisierung von Alten- und Pflegeheimen nicht verhindert haben, sodass tausende Münchner Bürger, die die Stadt nach dem Krieg wieder aufgebaut haben, nun zu Spekulationsobjekten der Großinvestoren und zum Spielball für deren Renditevorstellung geworden sind. Meine Damen und Herren, was soll ich dazu noch sagen? Wo ist die Qualität der Münchner Stadtpolitik? Wo ist da die vielgepriesene Lebensqualität in München? Wir Münchner brauchen keine Superlative im Tourismus am Oktoberfest oder im digitalen Wandel. Wir brauchen Luft zum Atmen hier.
Und da rede ich nicht von Feinstaub und CO2. Es sind inzwischen viel zu viele Menschen auf viel zu kleinem Raum hier in München. Jeder, der U-Bahn fährt, wie ich, den ganzen Tag oder im Straßenverkehr im Dauerstau steht, weiß, dass München überlastet ist. Dank Nachverdichtung werden noch immer kleinere Wohnungen in Hochhäuser gequetscht. Die Wohnungen bieten kaum noch Privatsphäre, sodass man den Nachbarn ins Wohnzimmer reinschaut. Man könnte schon fast von einer neuen Wohnform der urbanen Käfighaltung sprechen. Und am Wochenende haben die gestressten Münchner alle die gleichen Ideen und verstopfen die Straßen Richtung Berge, Richtung Seen oder sitzen alle zusammen dicht gedrängt im Biergarten. Was ist die Antwort der Grünen auf diese Münchner Probleme? U-Bahn-Bau statt Dauerstau. Ja, aber das dauert immer Jahre bis zur Realisierung. Vor allem, wenn seltene Lurche und Knöterich Pflanzen vor die Baggerschaufeln geraten. Was sollen die Pendler denn machen, wenn die U-Bahn nicht bis Mühldorf geht? Ich meine, halt, Pendeln soll ja verboten werden. Das ist ja, die Pendlerpauschale will das SPD-geführte Bundesumweltamt ja ganz im Sinne der Grünen total abschaffen. Also die stets Toleranz predigenden Grünen wollen damit den Bürgern schon wieder in einem Lebensbereich vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ergänzt quasi ihren 5-Jahres-Plan, der lautet, keine Ölheizung, kein Dieselauto, kein Fleischverzehr, keine Flugreisen und so weiter. Warum lassen die Bürger es zu, dass die Grünen immer aktiver in ihre Freiheitsrechte eingreifen? Ja. Das ist Blödsinn. Ja. Das müssen wir ändern. Die Grünen inszenieren sich auch lieber als edle Weltenretter. Sie schüren eine diffuse Angst vor einem angeblich menschengemachten Klimawandel. Sie treiben eine ganze Jugendgeneration panisch auf die Fridays for Future Straßen, weil diese leider den Grünen glauben, dass morgen die Welt untergeht. Es sei denn, man wird grün, dann wird man von allen Umweltsünden erlöst. Die Grünen mutieren also von einer politischen Partei langsam zu einer pseudoreligiösen Sekte mit apokalyptischen Untergangsfantasien. Da müssen jetzt wieder Realpolitiker ans Ruder. Da muss jetzt die AfD ins Steuer greifen. Am 15. März 2020 bei der Kommunalwahl ist die nächste Gelegenheit, wenn 1 Million Münchner uns auf diesen Weg schicken kann. Wie gesagt, die Grünen, ich habe noch nicht genug von Ihnen. Die Grünen verstehen bei der Energiewende-Debatte ja eben diese technischen Hintergründe nicht. Sie haben ja gesagt, Strom wird doch im Netz gespeichert. Sie greifen in nicht minder komplizierte Wirtschaftsabläufe mit aberwitzigen Gesetzen allein. Allein die CO2-Hysterie bedeutet die Einführung einer weiteren Abzocksteuer für die Bürger. Beschönigend wird die nicht Steuer, sondern CO2-Bepreisung genannt. Damit wird nur die Denusrealisierung Deutschlands vorangetrieben. Ja. Das heißt also, ganz normale Münchner Stromkunden, Gasbezieher und Heizölkäufer müssen ideologische Zusatzkosten auf den Abrechnungen mitbezahlen. Also das, meine Damen und Herren, das entspricht nicht einem verantwortungsvollen Umgang mit uns Bürgern und unseren Rechten. Mit der Abschaltung aller steuerbaren und verlässlichen Energieerzeugungsmethoden wie Atomstrom, Kohlekraftwerke, am liebsten auch Gaskraftwerke, droht sich die Versorgungssicherheit der Vergangenheit in ein Roulette-Spiel am grünen Tisch zu verwandeln. Ja. Ich darf ja an das Drama erinnern von unserem schönen Kohlekraftwerk in München Nord. Das darf jetzt nur noch ein paar Jahre in Betrieb bleiben und muss dann eben auch abgeschaltet werden. Aber es darf noch etwas länger betrieben werden, weil es sonst eine Versorgungslücke gibt. Laut TÜV ist es nämlich systemrelevant. Das heißt, wenn man es vorzeitig abschalten würde, hätten wir kalte Heizkörper im zigtausend Wohnungen, ein Grund mehr, die Grünen nicht auf dem Wahlzettel anzukreuzen. Ja. Denn dann leiden wir eh nicht mehr unter Erderwärmung, sondern erfrieren in ungeheizten Wohnungen. Die derzeitige Kampagne der Grünen in München, weniger Verkehr und mehr Mobilität, ist für mich widersprüchlich. Welcher Verkehr ist denn nicht mobil und welche Mobilität hat mit Verkehr nichts zu tun? Also die arbeitende Bevölkerung, und das sind immer noch täglich 800.000 Menschen aus München Umland, fahren jeden Tag ins Büro und zur Werkbank. So, sollen die jetzt um des Klimas willen zu Hause bleiben? Also zumindest diesen Verkehr.
Verkehr werden sie ja wohl noch dulden müssen, so lange, bis die Grünen den Stein der Weisen gefunden haben, wie sich eine Gesellschaft ohne Arbeitnehmer finanzieren lässt. Also ich frage nochmal, was hat das noch mit Politik, die den Willen der Bürger moderieren soll, zu tun, wenn uns zwangsweise vorgeschrieben wird, wie wir zu leben, wie wir zu essen, wie wir zu denken, wie wir Kinder zu erziehen und zu handeln haben. Das hat mit Freiheit nichts mehr zu tun. Das ist grüne Öko-Planwirtschaft vom Feinsten. Wenn uns die Freunde von Salbei und Linsen das Fleisch vom Teller reißen und lieber alle anderen Tierproduzenten das Geschäft mit den Chinesen machen lassen wollen, dann wird es Zeit, dass sich der Bürger gegen diese ungeheuerliche Bevormundung wehrt und den Grünen die rote Karte zeigt. Wählen Sie daher bitte am 15. März im nächsten Jahr die AfD. Sorgen Sie für eine starke Fraktion mit mir und mit Wolfgang Wiele für einen kompetenten OB aus unseren Reihen. Gemeinsam setzen wir uns für Ihre wirklich alltäglichen Sorgen und Nöte ein. Fernab von ideologischen Nebenschauplätzen. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.